Komponieren für mich ist ein Konzentrationsmoment. Und das ist sehr tief, wenn ich komponiere. Ich bin wirklich sehr konzentriert. Wenn du bist da in diesem Moment, wenn du denkst in Musik, du kannst nicht denken in Konzepte. Du denkst in Verbindungen, du denkst in einen Raum. Aber dieser Raum hat keinen Namen. Ich brauche kein Konzept. Ich brauche nur die Klänge. Und dieser Raum ist wie Liegen in Luft. Wenn ich arbeite, ja, ist alles ein intuitiver Weg. Ich weiß, was ich will. Ich weiß, wo ich kann gehen oder welche Richtung kann ich nehmen. Ich glaube, ich habe ein Bild. Was möchte ich hören? Was möchte ich haben am Ende? Aber dieses Bild ist sehr diffus, ist nicht klar. Ist voll von vielen Möglichkeiten. Ich denke wie ein Maler. Und ich habe ein Bild und dann, ich weiß nicht, welche Farbe wird das Wichtigste sein in diesem Bild. Ich weiß, das muss ein dunkel oder ein helle oder ein ungefähr rotes Bild sein. Aber die Entscheidungen, ich mache gerade, wenn ich arbeite dieses Stück. Ich lasse mich gehen, wirklich. Ich mache, was ich will. Und dann, ein Tag oder zwei Tage später, vielleicht ich komme zurück und ich sage, ja, es war gut oder es war nicht gut. Und manchmal diese Teil, wo ich weiß nicht, was habe ich gemacht in einem Stück, ich lasse. Und am Ende von diesem Prozess, eine Woche später, es kommt in eine große Bedeutung, was ich habe nie gedacht. Und dann ist das der wichtige Teil von dem Stück. Und ich glaube, in der Musik ist so, kann man nicht wissen, wo gehen wir. Und wir brauchen nichts wissen. Wir haben zwei, drei Ideen und das ist genug. Alles kommt in den Prozess. Und wir haben viel Zeit allein für Entscheiden. Und am Ende, unser Labyrinth ist bei uns gemacht. Und das ist schön, ich finde. Das ist mein Labyrinth. Ich bin selbst in einem Labyrinth, aber ich weiß nicht, welcher Labyrinth, aber ich konstruiere mich selbst in diesem Moment das Labyrinth. So, das ist ein Paradox ein bisschen. Thank you.
fast 40. Und ich glaube, meine Generation hat gelebt noch viel mit diesen Ideen von, wir müssen alle klare Ideen haben in der Musik. Wir brauchen klare Konzepte und klare strukturierte. Wir brauchen immer. Ich bin trotzdem sehr strukturierter Komponist und Mensch. Ich muss eine Disziplin haben. Aber wenn wir haben diese Konfusion in unserem Prozess, ist interessant, ist kräftig. Wir müssen diesen Druck haben. Ich weiß nicht, was folgt hier. Und dieser Druck ist nur der einzige Weg für etwas Denken in der Musik. Ohne Konfusion in der Musik existiert nichts, ich glaube. Ich kenne nicht einen Komponist, so einen Freund, wie ich spreche. Hast du alles klein? Dann du... Nein, existiert nichts. Alle, wir haben viele Probleme für Komponieren. Aber das ist unsere Welt. Diese Konfusion macht die Musik. Du weißt nicht, was passiert nach der nächsten Wand von Labyrinth. Und das ist interessant. Aber das ist das Stück. Ob es bedeutet eine Konstante in deine Musik. Italo Calvino hat 6 Vorschläge für das nächste Jahrtausend. Ne? Das ist das letzte Buch von Calvino. So, die Vorschläge sind Leichtigkeit, Genauigkeit, Schnelligkeit, Sichtbarkeit und Vielfältigkeit. Und ich finde ganz interessant, was Italo Calvino hat gesagt mit dieser Idee von Leichtigkeit. Calvino hat Paul Valéry zitiert und er hat gesagt, Leichtigkeit muss wie ein Vogelfeder sein, aber auch artikuliert wie ein Vogel, wenn fliegt. Ein Vogelfeder hat keine Artikulation, aber ist leicht, hat eine Leichtigkeit. Und ein Vogel kann fliegen, weil er hat artikuliert alle diese Feder. Und wenn ich mache Musik, ich glaube, ich habe viele Leichtelemente, wie ein Flageolet oder wie eine schnelle Passage in ein Instrument. Aber artikuliert in einen Zusammenklang mit anderen Instrumenten oder auch in einer Struktur, wie haben einen Vogel, kann man sehen, es fliegt. Und diese Idee ist eine kompositorische, die ist ganz praktisch für mich, weil ich habe die Freiheit für Leichtmaterielle haben, Texturen, granuläre Momente und nicht klare Elemente in die Stufe, auch mit viel Densität manchmal. Und es funktioniert für mich, diese Idee von Leichtigkeit. Und es gibt viele neue Musik, die kommt von dieser Natur von Leichtigkeit. Nicht alle. Ne? Es gibt etwas auch vielleicht sehr strukturierte und die Vogel ist zu schwer zum Fliegen. Und ich mag Fliegen.